Ja, ich bin mal wieder an der alten Festung. Mistwetter an der alten Festung. Also wirklich viel Regen, Dauerregen und das die nächsten zwei Tage. Und ich bin hier aus auf Amur. Denn Amure mögen auch gerne mal schlechtes Wetter. Und das will ich ausprobieren. Denn ja, so einen schönen schwarzen Amur mit 5 Kilo oder noch ein paar weiße Amure nehme ich doch gerne mit. Das bringt gut XP, das bringt ordentlich Silber und macht auch immer noch Bock. Also testen wir doch mal, was abgeht hier, denn es soll ja schon seit geraumer Zeit an der alten Festung ganz gut laufen mit Mango. Und das mögen wohl auch die Karauschen. Na, schau mal eine an. Ich bin relativ klein hier unterwegs von den Ködern, deswegen wundert mich das nicht, dass da auch was Kleineres mal reingeht. Denn ich suche ja eigentlich erstmal nur ein bisschen Frequenz und eine Stelle, wo man eben auch ein bisschen was rausziehen kann. Und da bietet sich natürlich hier der absolute Klassiker der alten Festung immer an, um das zu testen, wenn man auf Amure will. 2167, einer der wichtigsten Spots da oben auf der Map, muss man einfach kennen. Muss man kennen. Kennt man nicht? Dann einfach noch 10 weitere Videos auf dem Kanal angucken, die bestimmt auch hier zu der Stelle sind. Immer wieder mit verschiedenen Infos, ob es zur Futtermische ist oder ob es zu den verschiedenen Positionen ist, wo man überall hinwerfen kann. Und die verschiedenen Köderkombis oder. Man kann vieles testen hier an der alten Festung auf Karpfen und Amure. Ja, und der schwarze Amur, der fehlt mir noch. Nicht, dass der auch gerade gesucht wird hier für die Weihnachts-Events sozusagen. Der wird ja auch immer noch benötigt, schwarze Amur. Aber mir fehlt ja auch noch als Trophy. Und da gibt es tatsächlich auch gerade einige richtig gute Brocken auf Mango. Also die Rekorde sind gerade voll. Auch diese Woche wieder mit schwarzen Amuren. Sehr, sehr schön groß, über 30 Kilo, gefangen hier an der alten Festung auf Mango. Und das ist doch nicht schlecht, das muss ich auf jeden Fall mal testen. Und vor allem muss ich dafür erstmal noch richtig einkaufen gehen. Denn das, was ich so mangomäßig noch in den Taschen hatte, war eher ein bisschen kleiner. Aber zum Testen ist es auch gar nicht schlecht. Erstmal gucken, ob die Fische darauf reagieren, ob die darauf ansprechen, auf die Mango. Und wenn ja, wenn denen das alles passt und schmeckt, dann raus auch gerne mal mit den größeren Köderkombis. Na, da war einer dran, der hat wieder losgelassen. Also, dann geht es auch hier mit den größeren Boilies rein. Jetzt am Anfang gehe ich da natürlich nicht mit 24er, 25er Boilies rein. Das ist mir dann definitiv zu viel des Guten. Jetzt muss ich gerade mal eben gucken. Ja, ich ziehe den hier nochmal raus. Denn hier war gerade so ein Gezuppel dran. Gut möglich, dass der Fisch den Köder jetzt aus dem Bereich der Futtermische gezogen hat. Das heißt, ich nehme das hier mal eben wieder runter. Und wir gucken uns auch gleich direkt das Setup an. Und gucken mal, was hier geht und was hier gehen könnte. Jetzt hier, wie gesagt, ohne Futtermische. Und ich gucke mal eben rein. Da. Also relativ klein, wie gesagt, bin ich hier noch unterwegs. Also mit Einser Haken nicht ganz so riesig groß. Man könnte natürlich auf die Amure auch deutlich größer reingehen. Aber ja, wie gesagt, ich bin erstmal auf Frequenz aus. Und auch hier ist es gerade noch ein Test. Pop-up Rig. Hier gibt es ja gerade, es funktioniert gerade Mango, Mango Cream. Also habe ich hier jetzt genommen Mango, Kräuter und Sahne, also Cream mit dazu. Das ist jetzt gerade nur ein Test, ob das so funktioniert mit Pop-Up Rig, also mit der Kombination Boilie und also Pop-Up Boilie plus Maiskorn dazu. Das ist jetzt hier gerade die Kombination. Na guck, da wird es langsam dunkel. Und die anderen Kombinationen hier, gucken wir mal eben da rein. Das ist hier wieder klassische Haarmontage, bedeutet also zweimal sinkende Boilies. Und da ist es dann eben auch hier wieder Mango mit Kräuter, beziehungsweise dann cremig, cremige Mango. Hm. Ist die denn wirklich cremig? Gucken wir mal eben rein, Details. Ist das Cream? Smart Boilies Cream Mango. Ja, ich würde sagen, das ist Sahne Mango.
was ist sonst cremig? Ich denke, das ist eine Kombination, irgendwas Fettiges, Sahniges mit Mango-Aroma. Und die dritte Kombi haben wir hier. Auch das ist nochmal eher ein Test. Auch wieder hier auf Pop-Up. Und hier dann mit Mango wieder. Pop-Up Mango. Und hier natürliches Maiskorn. Und das natürliche Maiskorn wird ja hier reingetunkt in den Mango-Dip. Und hat dann ja quasi auch wieder Mango-Aroma. Weil die Maiskörner auf Mango gibt es nicht. Und dementsprechend muss man da ja was anderes finden. Das ist jetzt, wie gesagt, erstmal ein Test, ob das so funktioniert oder nicht funktioniert. Das muss ich gleich erstmal ausprobieren und gucken. Ich hoffe natürlich, dass da noch was reingeht. Und gerne natürlich dann auch jetzt hier in der Nacht. Das wäre natürlich auch richtig, richtig nice. Gerade mal eben kurz reingucken. Im Kescher. Also, gerade eben innerhalb von wenigen Minuten, zack, 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 sind hier schon die weißen Amure reingegangen. Mangokräuter, natürliches Aroma, also das hat schon funktioniert. Mango und Sahne weiß hat auch funktioniert, also die beiden Tests haben schon mal geliefert. Und als drittes auch hier wieder Sahne weiß mit der Mango, also das scheint zu liefern. Oder ich ändere da nochmal was ab und kombiniere das vielleicht auch nochmal mit sinkenden Boilies. Wir machen das mal, glaube ich, hier. Weil mir das am freakigsten erscheint. Und zwar klassische Haarmontage. Gehen wir nochmal rein. Und zwar, nee, das ist jetzt hier gerade Pop-Up. Ich gehe, oder kann ich auch Pop-Up? Ich nehme auch Pop-Up, genau. Und zwar nehmen wir hier nochmal die Mango. Mango 18. Wie gesagt, die Trophies werden gerade gefangen auf der 24er Größe, aber die dicken, fetten Boilies, boah, die nehme ich jetzt zum Testen erstmal nicht. Ich bleibe erstmal beim 18er. 18er ist eine ganz gute Größe. Und hier nehmen wir jetzt nochmal Sahne. Denn es gibt ja auch Pop-Up Sahne. Sahne 16, Sahne 20, Kokossahne nicht. Ich nehme mal süße Sahne. So, und dann hier wieder Mango dazu. Also, die Kombination jetzt nochmal, wenn das funktioniert, auch nicht schlecht. Bei den sinkenden gibt es aber auch, glaube ich, noch auflösend. Wäre natürlich auch wieder schick. Auflösende Boilies haben natürlich immer noch einen Bonus. Genau, PVA gucken wir uns gleich nochmal im Detail an. Ich schmeiße es noch einmal raus. Krasses Wetter gerade. Nachts, Abendstunden, kühl, unter 10 Grad. Das ist gut. Aalwetter. Aalwetter jetzt. So, und Dauerregen. So muss das aussehen. Und das hier zwei Tage hintereinander. Also das ist jetzt gerade Nacht. Wir haben es jetzt gerade kurz nach 12. Also haben wir jetzt gerade schon wieder den nächsten Tag. Aber der vorherige, der sah auch genauso aus. Und wenn es dann in den Abendstunden halt richtig losgeht mit dem Dauerregen, nicht schlecht. Am besten noch kühler. Am besten im Tagesdurchschnitt hier um die 15. Wenn da 15, 16 steht, dann ist das, glaube ich, ganz nice. So, jetzt gucken wir mal, ob hier noch ein bisschen was geht. Ich gucke hier gerade noch mal eben kurz auch rein ins PVA. Ich hatte eine Futtermischung zusammengemischt, die komplett in Richtung Amur geht mit dieser Mango-Komponente. Und zwar Amur, die Basis vom Amur von der Graskarpfenmische ist immer Hanfsamenmehl. Und da habe ich das quasi jetzt drauf basiert, auf Hanf. Hanfsamenmehl, magischer Hanf auch mit drin als Feedpellet mit dem Hanf. Hier könnte man jetzt natürlich auch nochmal Sahne reinmischen. Dadurch, dass das mit der Sahne jetzt so gut funktioniert, würde ich das jetzt, die nächste Futtermischung eigentlich umbauen, würde das dann eher nochmal in Richtung Sahne kombinieren. Das heißt, wir haben hier einmal Mango-Feedpellets oder man nimmt vielleicht nur zweimal Mango-Feedpellets, 8er und 12er und macht dann da lieber nochmal zwei Kombinationen mit der Sahne. Und das Ganze hier mit dem Sahne-Aroma, mit dem Mango-Aroma nochmal. Ich glaube, das ist eine ganz gute Kombination. Auch die Basis könnte man natürlich nochmal ändern, um das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen süßlicher zu machen in Richtung Mais. Also auch das durchaus eine Option. Aber so klappt das, glaube ich, doch schon ganz gut. Also, so sieht es gerade aus. Und ich hoffe, dass da noch ein bisschen was geht. Wie gesagt, in den Rekorden sieht das halt wahnsinnig gut aus. Da sind die schwarzen Amure der einzige hier am Bärensee, aber der Rest hier mit über 30 Kilo allesamt, eben mit cremige Mango 25, 24,
hier auch wieder 24, 25 und so weiter und so weiter. Also, das scheint richtig reinzukicken. Apropos bei diesen großen Boilies, nicht hier an der alten Festung kaufen. Hier ist so gut wie alles ausverkauft, weil das so gut läuft. Also ab zum Wolchow, da einkaufen gehen und dann mit gut gefüllten Taschen und allem, was man braucht, mit Dip und so weiter, dann erst hier wieder hin und testen. So, eine Ecke teste ich auch jetzt nochmal. Und zwar, wir sind ja jetzt gerade hier, man sieht es kaum, 17 Meter quasi in diese Richtung. Alter, das ist aber wirklich richtiges Regenwetter, ey. Aber jetzt werfe ich, normalerweise kann man bis dahin gucken, jetzt werfe ich nach da nochmal. Ich glaube, man sieht so gerade eben, hier liegt so ein Baumstamm und auch hier hatte ich für das Neujahrsevent meinen schwarzen Amur. Den hatte ich da gefangen und da fällt es mir auch direkt wieder ein. Ich muss hier 2 Meter weitermachen. Wir sind hier auf 17 noch geklippt und jetzt geht es auf 19 Meter. Und damit geht es dann direkt, genau, da vorne hin. Und ich werfe aber jetzt nochmal aus, wegen der Futtermische, dass da vorne noch so ein bisschen mehr angefüttert ist. So, genau auf die 19 Meter locker rein. Genau. Also, hier ganz wichtig, 2 Stellen sozusagen. Also einmal geradeaus über das Grün. Am Ende vom Grün wird auch in den anderen Videos immer wieder erklärt, wo man genau hinwirft. Und die 2. Stelle, wie gesagt, hier eher in Richtung der Insel, deutlich steiler hier an die Insel, und die andere Stelle ist ungefähr hier, dass man dann da so, na, sieht man das auf der Map, naja genau, also einmal hier hinwerfen und einmal hier hinwerfen, das sind so 2 ganz wichtige Stellen. Ja, so viel dazu, ich werde jetzt noch ein bisschen durchziehen, das wird jetzt alles auch noch ein bisschen dauern, ist halt so auch beim Amurangeln, bisher ist es noch keine Topfrequenz, aber durch den Wetterwechsel merke ich auf jeden Fall schon mal einen Unterschied. Gerade war noch Sonnenschein und da ging das halt sofort los mit den Amuren. Und jetzt mit dem Eintreten des Regens, ja, ich hoffe jetzt auf die schwarzen Amure. Die sind da doch ein bisschen anfälliger, wie gesagt, für Regen. Vielleicht passiert da noch was. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Und freitags, nicht vergessen, freitags ist da immer Wettangeln. Also Wettangeln im Low-Level-Bereich, dass da auch jeder mitmachen kann. Petri Lümmels, bis zum nächsten Mal.